Diese News schlug Wellen. Disney-Chef Bob Iger verkündete Anfang des Jahres, dass eine Fortsetzung zu Zoomania entwickelt wird. 7 Jahre nach Teil 1 dürfen sich Fans also auf ein Wiedersehen mit Judy Hopps, Nick Wilde, Flash und all den anderen charmanten Bewohnern von Zoomania freuen. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf das Animationsabenteuer werfen und die Vorfreude auf Zoomania 2 ein wenig ankurbeln. Wir erinnern uns, Schauplatz des ersten Films war eine gewaltige, von Tieren bewohnte Stadt. Die Hauptfiguren der Geschichte, Judy Hopps, eine ehrgeizige Hasendame, die ihren Traum verwirklichen will, Polizistin zu werden, und Nick Wilde, ein schlauer Fuchs mit einer Vorliebe für zwielichtige Geschäfte. Das ungleiche Paar gerät zufällig aneinander und deckt gemeinsam eine finstere Verschwörung der stellvertretenden Bürgermeisterin auf, die unschuldige Tiere in wilde Bestien verwandelt. Während ihrer Ermittlungen überwinden Judy und Nick nicht nur Vorurteile, sondern entwickeln auch eine unerwartete Freundschaft. Der Film behandelt ernste Themen wie Misstrauen und Zusammenarbeit unterschiedlichster Gruppen, während er gleichzeitig unglaublich lustig ist und wirklich alles an Gags aus dem tierischen Setting herausholt. Allein der legendäre Teaser-Trailer mit Faultier Flash lockte vermutlich unzählige Zuschauer in die Kinos. In Zoomania 2 dürfen wir uns höchstwahrscheinlich auf die Rückkehr von Judy Hopps und Nick Wilde freuen. Die exakte Handlung bleibt bisher ein Geheimnis, aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass die beiden Polizisten erneut mit ungeklärten Verbrechen konfrontiert werden. Die Stadt bietet genügend Potenzial für spannende Abenteuer. Die Fortsetzung könnte weitere Einblicke in die tierische Metropole und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Tierarten bieten. Viele Fans hoffen auf weitere Tierbezirke und Einblicke in die spezielle Art, wie ihre Bewohner zusammenleben. Eine etwas delikate Frage stellen sich die Zuschauer bereits seit dem ersten Zoomania-Film. Sind Nick und Judy zusammen? Auf der einen Seite erfüllt die Geschichte das typische Klischee einer Hollywood-Romanze. Das widerspenstige Pärchen, das durch ein Abenteuer doch noch seine Zuneigung füreinander entdeckt. Auf der anderen Seite gehören die beiden zu völlig verschiedenen Tierarten. Es darf bezweifelt werden, dass die Macher eine solche Debatte um Zoomania 2 provozieren werden, nur um einige Fanfantasien zu bedienen. Wir können uns aber sehr gut vorstellen, dass einer der beiden in eine romantische Beziehung verwickelt wird. Das wäre immerhin eine spannende Herausforderung für die Freundschaft der beiden. Während die Originalsprecher Jason Bateman und Jennifer Goodwin erneut Nick und Judy ihre unverkennbaren Stimmen leihen sollen, werden auch die deutschen Synchronsprecher Josephine Preuß und Florian Halm zurückerwartet. Über weitere Rollen ist derzeit noch nichts bekannt, aber die Fortsetzung wird sicherlich einige neue und aufregende Figuren einführen. Nachdem Zoomania 2016 über 1 Milliarde US-Dollar an den Kinokassen eingespielt hat und den Oscar als bester animierter Film erhielt, waren viele verblüfft, dass es 7 Jahre gedauert hat, bis Disney die Fortsetzung ankündigte. In der Zwischenzeit wurde im November 2022 die Miniserie Zoomania Plus bei Disney Plus veröffentlicht. Diese 6-teilige Kurzfilmreihe lieferte neue Abenteuer in der Tierstadt und zeigte, dass das Interesse der Zuschauer nach wie vor groß ist. Für den zweiten Film wird die Regie wie schon beim ersten Teil von Byron Howard und Rich Moore übernommen. Bleibt eine Frage: Wann gibt es Zoomania 2 zu sehen? Der Film befindet sich gerade erst in den Anfängen der Produktion, daher gehen wir nicht davon aus, dass er vor 2025 in den deutschen Kinos erscheinen wird. Was haltet ihr von Zoomania? Seid ihr genauso gespannt auf die Fortsetzung wie wir? Und was denkt ihr, was in Teil 2 alles passieren könnte? Wir freuen uns auf eure Theorien.